Hallo und dober dan. Mein Name ist Mirko Messner, eigentlich Stefan Miroslav Messner, aber Mirko ist eindeutig kürzer. Ich bin der Sohn einer makedonischen Partisanin und eines Kärntner Slowenen. Meine Familiensprache war Slowenisch, also eine der im Staatsvertrag anerkannten Minderheitensprachen in Österreich. Als Bundessprecher der Kommunistischen Partei Österreichs gehöre ich damit wohl einer zweiten Minderheit an. Aufgewachsen bin ich in Klagenfurt. Meine ersten politischen Gehversuche habe ich im Verband sozialistischer Mittelschüler und Mittelschülerinnen gemacht. Das war ein Ort, an dem wir beide Landessprachen nutzen konnten und in dem wir dem Deutschnationalismus in Kärnten gemeinsam widersprechen konnten. Das war eine Zeit, in der viele aufgehört haben, Slowenisch mit ihren Kindern zu sprechen, damit ihre Kinder es leichter haben und keinen Beschimpfungen und Ausgrenzungen ausgesetzt werden. Ich wurde dann in Wien im Club slowenischer Studenten und Studentinnen aktiv und habe mit anderen eine slowenische Zeitschrift gegründet, die bis 1989 erschienen ist. Irgendwann haben ein paar maoistische Kollegen gemeint, unsere sprachlich-kulturellen Anliegen seien nicht so wichtig, wir sollten für die Befreiung der arbeitenden Klasse kämpfen. Ich habe darin keinen Widerspruch gesehen, im Gegenteil, darum bin ich mit anderen der KPÖ beigetreten. Die 70er Jahre waren eine verrückte Zeit. Wir haben für vieles gekämpft, für zweisprachige Ortstafeln zum Beispiel, die vor einigen Jahrzehnten die gesamte Republik in Atem gehalten haben. Und für die öffentliche zweisprachige Schule, später dann in Klagenfurt, die nach einem erbitterten, ich glaube, achtjährigen Kampf gegen Pontius und Pilatus gegründet wurde und sich seitdem wunderbar entwickelt. Sie steht allen Kindern offen. Da sieht man auch, es ist nicht aussichtslos zu kämpfen. Veränderung ist möglich. Und für viele Kinder war es dann schon eine Spur leichter, die slowenische Sprache zu erlernen und in der Öffentlichkeit zu sprechen. In den 70ern wurde ich gefragt, ob ich für die KPÖ arbeiten möchte, also nach Ende meines Studiums, was ich dann bis Mitte der 80er Jahre auch gemacht habe. Weil ich dann aber in einigen Punkten mit der Linie der Parteien nicht mehr einverstanden war, habe ich meinen Job und meine Funktionen dort zurückgelegt. Dann hatte ich ein kleines EDV-Unternehmen, allerdings ohne Startkapital. Das war, wie sagt man, eine wertvolle Erfahrung. Nach 10 Jahren hatte ich genug, vor allem davon, dass ich für die Bank und für die Kreditzinsen arbeite, habe meine Schulden bezahlt und die Firma liquidiert. Dann habe ich bis zu meiner Pensionierung verschiedene Jobs gehabt, die letzten 3 Jahre vor der Pensionierung für ein Projekt des Slowenischen Wissenschaftlichen Instituts in Klagenfurt gearbeitet. Nach 1994 hat die Partei vieles von dem, was davor falsch gemacht worden war, aufgearbeitet und daraus Lehren gezogen. In diesem Moment habe ich mich dann auch wieder in die Partei eingebracht. Seit 2006 bin ich Bundessprecher der KPÖ und stehe gemeinsam mit anderen für die programmatische Erneuerung der KPÖ und die Zusammenarbeit mit allen, die ein fortschrittliches, soziales Österreich in einem demokratischen Europa wollen. Ich habe die letzten Jahrzehnte miterlebt, wie der Neoliberalismus soziale Errungenschaften abbaut und die Solidarität zwischen den Menschen auf eine harte Probe stellt. Und wir erleben gerade, wie sich der Rassismus immer tiefer in unsere Gesellschaft frisst, Arme gegen Arme aufgehetzt werden. So darf das nicht weitergehen. Wenn wir dem Rechtstrend etwas entgegensetzen wollen, müssen wir eine breite soziale Kraft formen, ein breites gesellschaftliches Bündnis schaffen. Ein Bündnis der sozial Enttäuschten und der über den Rechtstrend Besorgten. Ich bin überzeugt, dass eine bessere, solidarische Gesellschaft möglich ist. Eine Wirtschaft, die den Bedürfnissen der Menschen und nicht der Gewinnmaximierung dient. Dafür brauchen wir auch eine politische Alternative, die sich den vielen und nicht den wenigen verpflichtet fühlt. Mit dieser Wahl setzen wir einen Schritt zu einer breiteren, starken sozialen Kraft. Deswegen bin ich Spitzenkandidat für KPÖ+.